Es spricht sich herum. In Schernebeck setzt ein Biohof auf die nachhaltige Erzeugung von Rindfleisch. Zum ersten Hoffest des Biohof 7 kommen völlig überraschend hunderte Gäste in das sonst so stille Dorf. Parkplatzmangel. Das Konzept kommt an. Regionale Produkte liegen im Trend. Bioerzeugnisse direkt vom Nachbarn locken die Kundschaft. Ariane Herms hat zusammen mit ihrem Mann den Hof aufgebaut und 7 Kriterien für den schonenden Umgang mit den Tieren entwickelt. Das gilt es zu feiern. Familie Herms hat Neuland betreten. Sie wollte den Tieren, die sie liebevoll aufgezogen hat, unnötige Transporte ersparen. Mit Liedermitteln wurde ein eigenes Schlachthaus aufgebaut. Das gab es in Altmark bisher nicht. Strenge Hygieneauflagen gilt es zu beachten. Ein erfahrener Schlachter wurde angestellt. Er freut sich, dass seine Kenntnisse wieder gefragt sind. Durch die Wiederförderung sind 2 neue Arbeiter in der Zeit.